Mehr Kapitalismus wagen. Friedrich Merz, mit dem wollen wir anfangen und ihn dann schnell vergessen. Dann Struck und Scholz. Darüber Ola Schmidt kommt sie ins Bild in dieser bedeutenden Ahnengalerie. Peer Steinbrück, unser wunderbarer Finanzminister. Hubertus Heil, der Generalsekretär. Und natürlich unser Außenminister und Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier. Über ihm nur noch Barbara Hendricks, denn die ist für die Finanzen zuständig. Eine beeindruckende Galerie von Personen, die hier in diesem Tagungshotel gewesen sind und Beschlüsse gefasst haben. Kurt Beck finden wir hier ebenso. Er wird hier ausgestellt. Dieser Herr ist mir nicht bekannt, aber es ist das Ressort Schwielowsee. Sie erinnern sich daran. Dunkle Wolken haben hier auch über der SPD gehangen, als Kurt Beck abgelöst wurde oder zurücktrat, besser gesagt, als Parteivorsitzender der SPD. Und Franz Müntefering, unser alter und neuer Vorsitzender, wurde Frank-Walter Steinmeier als Kanzlerkandidat gekürt. Damals dunkle Wolken, heute bessere Aussichten für die SPD. Wir steigen, die Union verliert an Prozenten und die Bundestagswahl ist offen. Auch das der Geist vom Schwielowsee.